Nicht Jemen. Scheiß drauf. Ihr habt fünf Affen und diese fünf Affen werden eingesperrt in einen Versuchsraum. Und in diesem Versuchsraum steht eine Leiter und auf dieser Leiter liegt eine Banane. Die wird von oben runtergelassen und draufgelegt. Der erste Affe, ein Affe, will hochgehen und diese Banane schnappen. Dann lassen die Forscher aber die Affen nass spritzen mit kaltem, unangenehmem Wasser. Und die Affen, wie unangenehm. Verständlich, mag ich auch nicht. Wer mag das schon? Und ja, dann sofort wird er von der Leiter runter und X Zeit später. Die nächste Banane wird da hingelegt. Es kommt wieder ein Affe hoch, die werden alle wieder nass gespritzt. Pff, die nächste Banane, der nächste Affe geht wieder hoch und es werden alle nass gespritzt. Es wird wieder eine Banane hingelegt, ein Affe versucht hochzugehen. Und die anderen vier denken sich, du Ficker, ich will nicht schon wieder nass gespritzt werden. Also, verkloppen wir dich jetzt. Und dann haben die den Affen runtergeschlagen von der Leiter und haben ihn richtig verschlagen. Weiter im Text. Die nächste Banane, nochmal zum Test, die nächste Banane wird draufgelegt, ein anderer Affe will hochgehen, der wird auch fett verkloppt, weil keiner Bock hat, nass gemacht zu werden. Jetzt nimmt man einen Affen von den Pimmelnasen weg, von den bereits fünfen. Von den ersten fünf entfernt man einen Affen aus diesem Versuch und fügt einen neuen Affen hinzu. Die vier Affen, die den Versuch kennen, wollen natürlich, werden sich wohl sehr hüten, da hochzugehen. Aber der fünfte Affe, der neue, der weiß ja von nichts. Also zack, krabbelt er die Scheißleiter hoch. Und die anderen eskalieren übelst und verkloppen ihn. Das geht so lange, bis der Affe auch nicht mehr die Leiter hochgeht. Dann wird wieder einer rausgenommen, es kommt wieder neuer dazu. Es sind dann praktisch drei alte, zwei neue. Das gleiche Spiel, ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Irgendwann wird der letzte alte Affe rausgezogen. Und es sind fünf neue Affen drin, die noch nie nass gespritzt wurden. Bei dem Versuch, die Banane zu holen. Die wurden noch nie nass gespritzt. Diese fünf Affen gehen nicht die Leiter hoch, weil sie einfach, ne? Wissen, ich werde verkloppt, wenn ich hochgehe. Dann kommt ein sechster Affe da rein, der will da hoch und wird auch wieder von den fünf Affen verkloppt, von den fünf neuen Affen, die niemals nass gespritzt wurden. Und wenn die Affen sprechen könnten und der sechste Affe die fünf anderen fragen würden, warum habt ihr mich verschlagen? Ich will doch nur die Banane holen. Was würden die Affen dann sagen? Das ist halt so, das ist normal hier. So läuft es hier bei uns schon immer. Tradition. Uff die Fress. Das ist ein sehr gutes Beispiel für Konditionierung. Diese letzten fünf Affen haben nie was von dem Wasser mitbekommen und reagieren dennoch so, weil sie es einfach eingebläut bekommen haben von den anderen mit ihren Fäusten. Oder mit... Affen haben Fäuste, natürlich. Du Affenkind. Wäsch, der hat mir jetzt in die Fresse geschlagen, weil er von seiner Mutter immer nass gespritzt wurde. Und natürlich ist es, wenn man das mit Menschen machen will, sicherlich etwas schwieriger, weil die meisten Menschen zumindest ein bisschen komplizierter sind. Beziehungsweise die meisten Menschen sind etwas, mir fällt das richtige Wort jetzt nicht ein, mir fällt nur Mannigfaltigkeit ein, ihr wisst, was ich meine. Die Mannigfaltigkeit des Menschen im Kopf, es ist so viele Möglichkeiten. Wie heißt das Wort? Nicht kompliziert. Oh, es gibt so viel, was bei einem Menschen, weil Menschen... Was? Mit ganz... Fuck, ich hab's gerade fast gehabt. Wenn man was hat, ein ganz großes Wirrwarr von Sachen, alles macht aber Sinn und das ist verkabelt, dann ist es, dann ist diese Schaltung, wie ist sie dann? Oh, es ist schrecklich, wenn man ein Wort nicht weiß, das ist wirklich zum Kotzen. Du bist schuld, dass ich das Wort nicht weiß. Und jetzt bringt er mich um, Fleischwurst. Mir fällt das scheiß Wort nicht ein, aber ich mache jetzt so lange, bis ich das scheiß Wort weiß. Wenn ein Spiel sehr viel zu bieten hat, man kann in alle Richtungen gehen, man kann skillen und hin und her, dann ist das Spiel sehr was? Was ist es sehr? Wenn man lange Zeit braucht, um da reinzukommen, um das alles überhaupt zu entdecken, weil es sehr ist, dann ist das Spiel was? Das ist krass, ultra krass, es tut mir richtig weh, dass ich das nicht weiß. Mir fällt es nicht ein, bitte schreibt in die Kommentare, was ich meine, verdammt nochmal, ey. Naja, weil Menschen eben so sind, ist es natürlich deutlich schwieriger, man macht diese Konditionierung da anders. Geht man direkt in die Psyche rein, wie bei Werbung zum Beispiel. Werbung ist auch Konditionierung, ne? Man sagt, was man machen soll, es wird gesagt, was man kaufen soll, bla bla bla. Also bitte sag mir, welches Wort ich meine, dieses, ne, wenn man, komplex? Mir ist es eingefallen, um Himmels Willen. Mir ist komplex nicht eingefallen. Mannigfaltig ist jetzt eher die Mannigfaltigkeit der Farben. Es sind jetzt halt viele verschiedene Farben. Komplex ist natürlich auch ähnliches Wort. Also schreibt mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch schon von dieser Konditionierung gehört habt. Vielleicht seid ihr ja voll die Verhaltenspsychologen und kennt euch übelst aus. Ich weiß nicht. Reizhusten. Immer noch dieser scheiß Reizhusten. Schrecklich. Alle Hopp, dann vielen Dank fürs Zusehen. Das war eine ultra scheiß lange Folge. Ich kotze gleich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja.